Ja, magst du anfangen oder? Ja, Ladies kann ich. First. Ladies first, vielen Dank. Ja, also Lifestyle ist für mich, mein Leben so zu führen, wie es mich glücklich macht. Also was für mich dazu gehört, dass ich authentisch sein kann, dass ich zufrieden mit mir selbst bin, dass ich mich nicht verstellen muss, dass ich meine Wünsche und Bedürfnisse, die ich habe, auch ausleben kann. Und dass ich mich weiterentwickeln kann, körperlich, geistig, alles, was dazu gehört, dass ich glücklich bin. Mhm. Ja? Wie sieht es bei dir aus? Ja, also ich kann dir eigentlich nur zustimmen. Also das Lifestyle, das ist, was ich im Alltag gerne mache. Ne? Ja. Also ich würde im Lifestyle nicht irgendwie, dass ich irgendwas reingezwungen werde, um etwas zu tun, sondern der Lifestyle, den ich gerne ausleben möchte, ist der, der mir halt was Gutes tut. Mhm. Ja. Sondern dass man auch mal sagt, ich breche aus dieser Routine oder aus der Komfortzone auch mal raus ja. und probiere mal was Neues, weil vielleicht tut mir ja was ganz anderes viel besser ja. als das, was ich jetzt schon seit den letzten 5 Jahren gemacht habe. Ne? Deswegen glaube ich, dass es ganz wichtig ist, den Lifestyle auszuleben, den man auch gerne möchte oder der einem Spaß macht. Mhm. Ne? Egal, was die anderen auch sagen, ja. ne? Ja, also wurde schon viel gesagt, was auf jeden Fall auch bei mir zutrifft, so wie ich das Wort Lifestyle auch sehe. Ich habe witzigerweise in meiner Masterthesis auch über Lifestyle oder gesunder okay. Lifestyle auch geschrieben und habe mich dann auch mal mit dem Wort Lifestyle beschäftigt. So, was bedeutet das überhaupt? Ja. Ne? Im Prinzip ist es ja Lebensstil mhm. und wie entsteht überhaupt ein Lebensstil? Ne? Und das ja. ist ganz oft, wie du gesagt hast, durch die Gesellschaft irgendwie vorgegeben wird, so was jetzt genau ein Lebensstil ist. Und für mich war es dann so, der Lifestyle, den ich dann während des Abis und Studium gelebt habe, doch eher ungesund, würde ich sagen. Mhm. Bis auf den Sport, den habe ich immer gemacht, aber habe dann gemerkt, okay, der Lifestyle, der tut meiner Gesundheit nicht gut. Gerade dann auch wahrscheinlich der Punkt ungesunde Ernährung und Alkohol, dass ich dann gesagt habe für mich selber, okay, ich möchte das ändern, ich möchte meine Gesundheit etwas wieder boosten und hochreißen ja. und konzentrierter, fokussierter sein, dass ich mich dann entschieden habe, für eine Zeit lang gar keinen Alkohol zu trinken okay. und meine Ernährung umzustellen. Ja. Und das war dann für mich so der Lifestyle-Change dann, ne? Als, ja. als sage ich mal, Stichwort da dann. Ja, aber ich glaube, was man noch zum Lifestyle sagen kann, was ich so sehe, man kriegt jetzt durch Instagram und Facebook, kriegt man so ganz viele Trends mit. Ne? Also man sieht ja. so, wie leben Prominente, wie leben so Blogger und so. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass viele so diesem Lifestyle so nacheifern. Ne? Ja. Also okay, meine Freunde sind unterwegs, der Blogger ist wieder irgendwo unterwegs. Ich muss jetzt auch irgendwie aktiv ja. sein und auch ganz viel machen. Naja, es ist ja auch die Vielfalt, die dir mittlerweile angeboten wird. Ne? Das auch. Ja. Und ich glaube, da zurückschauend oder jetzt wieder die Brücke zu schlagen, man muss sich selbst halt irgendwie treu bleiben. Ne? Ja. Es ist auch mal vielleicht in Ordnung, einfach mal auf der Couch abends Fernsehen zu gucken oder einfach mal zu liegen. Man muss nicht irgendwie ja. immer unterwegs sein und immer viel erleben. Das ist aber so dieser Lifestyle, dass man seinen eigenen findet und nicht irgendwie anderen irgendwie so dieses Nacheifern. Ja. So, ach, ja, der genau. hat einen viel cooleren, ich muss auch irgendwie so cool werden. Ne? Ja. Sondern, dass man sich für sich selbst das findet. Genau, sich selbst treu bleiben. Ne? Genau deswegen haben wir dann auch irgendwann entschieden zu sagen, wir sind die Detox-Rebels, weil wir glauben auch, man okay. kann zum einen gegen gesellschaftliche Standards rebellieren, ja. sprich eine Party ohne Alkohol einfach mal zu veranstalten, wo dann auch schon viele gesagt haben, so wow, was ist das denn? Ne? Wie kommt ihr auf so eine verrückte Idee? Ja. Kann das überhaupt Spaß bringen? Ne? Genau so. Kein und Alkohol da dabei. Wissen wir auch, dass wir bewusst da diesen Standard brechen wollten auch, ja. Aber die Nachfrage ja auch dafür da ist. Ja. Zum anderen, glaube ich, muss man aber auch gegen Lifestyle rebellieren. Also was ja. vorgegeben wird von Medien, Gesellschaft, ja. Instagram, was auch immer. Ja. Man muss es nicht zu genau oder zu strikt sehen und vielleicht auch selber gegen ja. rebellieren. So, ne? Wie dann mit einem ja. Croissant, wenn man Bock drauf hatte. Ja, ja, genau. Wie rebellierst du denn? Ja. Cut! Jetzt wollen wir aber was hören. Naja. Rebelliert on Campus hier. Naja, wir sind ja schon, also wenn man uns mit anderen Weiterbildungseinrichtungen vergleicht, also wir haben ja schon ein großes Produktportfolio, wirklich von bis, was wir anbieten. Also ich sag mal, sei es, dass du sagst, du möchtest dich weiterbilden in Richtung eines Bachelors oder Masters oder dass du einen weiterbildenden Master machen möchtest mhm. oder wir haben ganz viele Selbstlernkurse, da kannst du sagen, ich möchte in Richtung Zeitmanagement gehen oder Social Media. Also das ist ja so eine Bandbreite und das finde ich halt so schön, diese Fülle, was ihr auch sagt, es gibt so viele Trends auf dem Markt und wir bieten halt auch ganz viel an und wollen halt, dass die Leute gucken, okay, was passt für mich, was passt im Moment für mich, wo möchte ich weiter wachsen, wo möchte ich weiter geistig mich dran fortbilden und deswegen probieren wir viel aus, bieten halt viele Möglichkeiten einfach an, wo jeder dann für sich raussuchen kann, das ist es und nicht, wo wir sagen, okay, das muss jetzt genau das sein, das ist jetzt gerade aktuell, du musst jetzt unbedingt das und das studieren oder lernen, also das finde ich ist schrecklich. Vor allen Dingen, also ich finde persönlich immer, dann vergeht auch irgendwie die Lust, gerade wenn du so von außen was aufdiktiert bekommst, mhm. was du schon sagst, so, ne? Ja. Das ist jetzt so und das muss man jetzt so machen. Also
Ich finde, du bleibst dann auch irgendwie gar nicht so lange bei einer Sache. Also du fängst irgendwas an und dann merkst du, okay, irgendwie bin ich das gar nicht selbst. Ne? Ich bin da irgendwie so rangeführt worden und die Erwartungshaltung von außen und da wirklich zu sagen, nee, pass auf, ich mache, was mir wichtig ist, was mich interessiert. Und dann hast du auch eine ganz andere Leidenschaft. Du brennst viel mehr, finde ich, auch dafür. Ne? Also es geht euch sicherlich auch so, weil auch gerade bei dem, bei der Vielfalt, was ihr so macht, gibt bestimmt auch Tage, wo ihr abends echt platt seid, aber ihr seid ja positiv erschöpft, will ich mal dazu sagen. Ne? Und so geht uns das ja auch. Also wir machen ja auch viel, wir machen auch viele Drehs und so. Und du bist echt kaputt, aber wenn du dann mit Feuer dabei bist einfach und sagst so, ne, das ist es genau und wir wollen auch was nach außen bringen, wo die Leute auch einfach einen Mehrwert für sich haben, also dann läuft das von alleine. Aber das, was du meinst mit diesem Angebot, das versuchen wir ja auch so rüberzubringen auf unseren Workshops. Ja. Du warst ja mal bei einem bei uns oder auf unseren anderen Events, dass wir einfach eine Inspiration den Leuten geben möchten. Und jeder soll sich selber das raussuchen, was für einem selbst gut tut. Ne? Genau. Weil du kennst deinen Körper am besten oder auch dein Leben und weißt, was kannst du überhaupt in deinen Lifestyle, in deinen Alltag einbauen. Genau. Und das eine kann ja auch sich aus dem anderen ergänzen. Ne? Also, wenn einer zu euch kommt und erst so in Richtung Stressmanagement geht, dass er dann halt irgendwann merkt, wenn er ein bisschen runterkommt, dass er sagt, Mensch, so Ernährung, ne, habe ich gar nicht so richtig hingeschaut, aber ich bin jetzt eher achtsamer mit mir und merke so, ist auch nochmal eine Baustelle. Ne? Und dann holt er sich da den Input. Und bei uns ist es ja auch nichts anders. Kann sein, dass du bei uns vielleicht einen Kurs besuchst in Richtung Projektmanagement und dann stellst du fest, na, irgendwie catch mich das doch mehr, vielleicht brauchst du das beruflich nochmal und dann bildest du dich doch nochmal ein bisschen mehr weiter, ne? Und machst nochmal und setzt nochmal einen drauf. Also das ist ja wirklich eine Entwicklung. Also. Total, ja. Also so zum einen wollen wir natürlich den Leuten sagen, die sollen selber definieren, wie sie den gesunden Lifestyle leben wollen, ne? Und gerade nicht das Programm oder die Diät machen. Ja. Trotzdem wollen wir die Leute dafür sensibilisieren, dass es schon ein Zusammenspiel von verschiedenen Sachen ist. Wenn ich zum Beispiel mich gesund ernähre, kann ich auch leistungsfähiger sein, was geistig, aber auch sportlich anbelangt. Ja. Und umgedreht auch, wenn ich mich gut auspower beim Sport, kann ich auch, sage ich mal, vielleicht Nahrung besser aufnehmen oder dann besser performen, was jetzt meine Arbeitsleistung anbelangt. Ja. Ne? Also das ist schon sehr komplex irgendwie auch, wie der Körper dann funktioniert. Und das versuchen wir in moderner Sprache dann auch so runterzubringen, dass es für die Leute verständlich ist. Und ihr habt ja auch super viel Wissen euch dazu auch angeeignet, ne? Also ich sag mal von Hause aus, also du bist jetzt kein Ernährungsberater gewesen. Nee, also, das stimmt. Gott sei Dank auch nicht. Also das ist ja auch wieder diese Authentizität, ne? Die damit einspielt, ne? Ja. Also, was ihr so für persönliche Geschichten einfach da auch habt. Total. Ich glaube, das ist das Wichtige an uns, um uns zu verstehen, dass wir halt die zwei sind, die halt den Lifestyle lieben. Ne? Also wir sind jetzt nicht irgendwelche Ernährungsexperten, die einfach darüber nur sprechen, sondern wir sind halt so wie du, ne? der Nachbar sozusagen, der Mann von nebenan sozusagen, der einfach den gesunden Lifestyle so lebt, sich da natürlich viel angeeignet hat und auch aus unserer Erfahrung, aus unserer Praxis erzählen kann, so welche Erfahrungen haben wir gemacht und was tut einem gut. Und wir versuchen einfach den Lifestyle nur rüberzubringen und sagen so, was wir morgens essen und warum das gut ist und was das in deinem Körper alles macht, um so da ist unser Experte. Motivation auch zu wecken einfach, ne? Dass du dann halt auch wirklich von dir aus weitermachen kannst. Ne? Genau. Also es ist bei uns ja auch so, viele denken so, oh Gott, ne, jetzt bin ich fertig mit mit meiner Schule und jetzt soll ich mich irgendwie noch weiterbilden und muss noch irgendwie studieren oder so und wie langweilig ist das denn? Dann sitze ich da irgendwie stur in meinem Hörsaal oder mit meinen anderen Kommilitonen und dass das halt auch gar nicht so sein muss unbedingt. Ne? Also bei uns ist halt die Möglichkeit, dadurch, dass du das online machst, du sitzt nicht da irgendwo zu Hause vor deinem Rechner und guckst, was da irgendwie gemacht wird oder so, sondern du hast halt den Austausch trotzdem mit deinen Kommilitonen. Du kannst halt dich in den Chats austauschen. Manchmal entwickelt sich ja das doch, dass man so vernetzt ist, dass man sieht, Mensch, der wohnt ja bei mir um die Ecke, muss ich gar nicht weit fahren. Dann kannst du dich nochmal wirklich auch im realen Leben treffen. Also das ist ja auch eine Vielfalt, die wir da einfach anbieten. So, ne? Und ich denke, das macht es auch gerade dann so spannend und dass es gar nicht so verstaubt ist. Und weil du eben einfach die Möglichkeiten halt auch hast, heutzutage viel damit zu machen. Ne? Und du kannst dann gucken, was interessiert mich gerade, wo gehe ich vielleicht nochmal vertieft rein. Wo mache ich vielleicht nochmal eine Schiene mehr, irgendwie, was nicht so abgehandelt wurde? Also das, denke ich, bietet einfach viel Freiraum da für jeden selbst da. Absolut. Also ich glaube, das ist auch gerade in der heutigen Zeit irgendwie schön, gerade wenn du sagst, so, es gibt alle Möglichkeiten. So, ne? Also man kann zum einen in der Gesundheit hat man jetzt alle Möglichkeiten, sich auszuleben. Das wollen wir auch irgendwie unterstützen, indem wir sagen, du kannst zu einer Party ohne Alkohol gehen. Ja. Ne? Das gab es vorher einfach noch nicht. Wir möchten Alternativen schaffen, wo du das dann auch besser ausleben kannst. Ja. Ne? Und
Und zum anderen finde ich es auch schön, was du gesagt hast, dass man halt heutzutage auch beruflich auch quasi dem folgen kann, wo man wirklich Lust drauf hat. Ne? Also ich finde, das ist gerade so ein Umschwung von, früher war so ein bisschen von der Gesellschaft auch vorgegeben, dass du musst so den sicheren Job haben. Ja, ja, genau. Das muss vielleicht in dem und dem Bereich sein, weil sonst ist es nicht gut angesehen. Ja. Sicheres Einkommen und so geht dann so das Leben da fort und ist schon sehr strukturiert. Und heute ist es irgendwie so, das merken wir jetzt auch mit einem Start-up, hast du wirklich die Möglichkeiten, deine eigenen Träume und Ideen umzusetzen, sei es jetzt mit einem Studiengang, der mich wirklich reizt, oder mit einem offenen Kurs zum Thema Fotografie zum Beispiel. Ne? Oder dass man wirklich, wie bei uns jetzt, sein eigenes Business umsetzt. Und ich glaube, dass das irgendwie richtig cool ist. Und wenn man da seine eigene Passion so mit reinbringen kann und dann dieses positive Erschöpfte dann vielleicht auch mal hat, wenn viel los ist, aber das dann trotzdem schön ist. Ne? Ja. Und da, wo man merkt, da fehlt einem was oder so, ne? Du kannst ja halt alles in der Digitalisierung, du kannst ja alles rausziehen. Ne? Du kannst überall mal gucken, kannst sagen, okay, das ist kostenfrei, ne? Da hole ich mir jetzt noch mal ein bisschen Wissen, was mir fehlt, oder ich vertiefe mich da noch mal. Also du hast einfach wirklich eine super coole Bandbreite. Ne? Also, jetzt haben wir viel erzählt. Ja. Und wo bleiben die anderen Schlagwörter hier? Lifestyle.